Channel X. Wetter unbewölkt. Und Purdi 86 tritt bei. Sehr schön. Okay. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zurück zu GTA Online. Hier ist wieder der Moscher und mit mir ist natürlich auch wieder der Charlie. Yay. Und Purdi 86. Wer immer Purdi 86 ist, aber auch du bist natürlich herzlich willkommen. Ich kann eine leichte Panzerung kaufen. Ist auch mit am Start. Ja. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Achso, Sitzung wird gestartet. Das heißt, wir sind jetzt zu dritt. Und ich glaube, zwei hauen gleich einen aufs Maul. Ich bin bei dir. Ich wechsle mal gerade ins Inglorious Zocker-Team. Ja. Das ist übrigens auch so heiß wie wir. Das finde ich sehr schön. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen gemein. Er ist Level 4. Ne? Er ist jetzt ganz alleine. Ja. Dafür wette ich auch, damit du, wenn er gewinnt, wovon ich ausgehe, bekommt er $200 von mir. Ich gehe einfach mal wieder davon aus. Lieber Podi, wenn du jetzt zufällig zuschauen solltest, dann tut uns das natürlich leid, das ist ein bisschen unausgeglichen hier. Aber da musst du jetzt durch. Ich glaube sowieso, dass du uns fertig machst. Ich glaube, das war sowieso, bis du noch einer steht. So, ist. Oh, da kommt direkt hier angeklettert. Oh oh. Komme ich irgendwie aufs Dach? Oh oh. Ah ja, ich komme auch aufs Dach. So, schön schleichen. Schön schleichen. Wir könnten ja einfach mal aufs Dach raufklettern. Ich glaube, er kommt hier nicht hoch. Ja, nee, beziehungsweise er bleibt da stehen. Er hat sich da verschanzt, ja. Kann ich hier eigentlich auch noch draufklettern? Nee, schade. Kannst du ihn von da oben sehen? Ich glaube, er wird die ganze Zeit so angezeigt, als wäre er direkt bei mir. Ach, er kommt hier hoch. Ich glaube, er versucht gerade hier hochzukommen. Ich kann sogar Munition ablegen und die Waffe ablegen. Also er ist direkt unter mir. Ja. Ich glaube, er versucht hier hochzuklettern. Ich guck mal, ob ich mich anschleichen kann an ihm. Ja, komm mir mal bitte hier hoch. Ich verstecke mich so lange mal hier hinter der Ecke. Hallo, es tut mir leid, Podi, aber ich verstecke mich hier hinter die Ecke, damit du schön gleich mal hier vorbeikommst. So, ich schleich mal. Achso, du kommst auch mal. Ich glaube, er glaubt, ihr kommt von unten. Dabei kommt der Tod von oben. Ey, du bist mir weg. Ich sehe nichts. Sorry. Sorry, Poli. Was war das denn für ein kurzes Match? Der Last Man Standing. Ah, haben wir keine Kills eingestellt, oder was? Ich glaube, für den Modus gibt es keine Kills. Das ist natürlich blöd. Es tut mir leid, Podi. Das war natürlich jetzt echt unfair. Es tut mir leid. Aber vielleicht hat er ja noch Bock auf eine weitere Runde. Ja. Ich gebe trotzdem einen Daumen hoch. Was haben wir denn hier? Biete im Kotzcenter etwas Performance-Kunden mit dem Twist, den Menschen sich wirklich dazustellen vermag. Lass ihm Standing mit zwei Teams. Mhm. Lass die Muskeln spielen, haben wir schon. Würde ich sagen, machen wir doch einfach. Willst du ein Rennen machen? Oder war war der Purdi, der das Rennen ausgewählt hat. Ich glaube, dann ich sind wir einfach. Schon Bock auf ein bisschen Schießerei hier. Ja, aber ich glaube, wir sollten mir jetzt etwas Gutes tun. Na gut. Und machen danach wieder eine Schießerei. Das Kotzzentrum, oder wie es da heißt, ist übrigens sehr cool. Ja, das habe ich mir gerade auch angeschaut. Da kann man auch einfach so reinlaufen. Und lustige Abenteuer erleben. Ja, lustige Abenteuer erleben. Gibt es natürlich auch im Rahmen einer Mission in der Story, aber dazu bei mir viel, viel später mehr. Punkt zu Punkt so, GTA, das ist natürlich toll. Sport war. Mach bitte kein Wetter rein. Nein, ich mach kein Wetter. Charlie Zockt ist der Host. Auswählen. Ganz genau. So, können wir denn zufällig noch jemanden einladen hier? Nee, ansonsten sind keine Spieler da. Das heißt, wir legen einfach los. Genau, wir legen einfach los. Mit Sportwagen. Loslegen. Sitzung wird gestartet. Ganz genau, das ist der Plan.
Purdy ist übrigens erst Level 4. Ja, und er ist ein Sonntagsfahrer. Ja, ach, es gibt... Hast du eigene Autos eingeschaltet? Kann das sein? Ja. Das ist natürlich schön, weil mein LG steht mir gerade zur Wahl. Komet. Und wenn ich das hier so richtig sehe, könnte er sogar das beste Auto in der Auswahl sein. Nein, nicht ganz. Also von der Geschwindigkeit und Beschleunigung ist es eigentlich ziemlich gut, aber die Bremsleitung ist wahnsinnig schlecht. Dafür ist die Traktion hoch. Ich nehme einfach mal das. Getuned. Es ist sogar schon getuned. Pistole, ja. Soll ich einfach mal... Ich wette einfach mal aus Spaß wieder 200. Ja, die habe ich auch gesetzt, die 200. Ich frage mich nur, warum wird das immer rot angezeigt? Spieler ansehen. Mein Charakter hat übrigens ein ganz schön blaues Auge. Ja, du sollst besser nicht das Gesicht von meinem sehen. Er hat nicht nur ein blaues Auge, sondern auch eine blaue Wange. Aber du hast deine Haare noch. Ich habe meine Haare wieder, ja. Das ist gut. Nachdem ich beim Friseur war, habe ich natürlich jetzt meine Haare. So, ich sitze natürlich in meinem Elektrosportwagen. Ah, okay. Während Porodi in dem Audi sitzt und du sitzt in irgendeinem anderen Auto. Ja, genau. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. So, gleich können wir die Waffen einsetzen, da freue ich mich schon drauf. Wow. So, mein Auto ist ziemlich schnell, muss ich sagen. 520 PS. Wie setze ich die verdammten Raketen ein? Ich habe es immer noch nicht so ganz gerafft. Wow. Ich bin übrigens gerade vor der Strecke abgekommen. Oh. Ich bin gerade aus dem Auto ausgestiegen, ich weiß nicht warum. Okay. Ja, ich bin direkt hinter dir. Oh, mein Auto ist gerade repariert worden. Wunderbar. Ja, der Bode ist ja auch von der Strecke abgekommen. Der fuhr nämlich gerade auf einmal auch ganz woanders lang. Ich glaube, wir haben einfach nur abgelenkt. Das ist alles geplant. Natürlich. Und vor mir ist der Charlie zockt. Du wirst mich nicht kriegen. Niemals. Hoffe ich. Boah, der dreht sich aber. Du bekommst dich selber. 10 Überholungsmanöver, yay! Ich bin jetzt Rang 10 Schläger. Ui, yay, ich hau euch allen eins aufs Maul, natürlich nicht. Der Podi liegt ganz weit zurück und auch ich bin jetzt ein bisschen zurückgefallen, aber ich hoffe, ich kann wieder aufholen. Ja, ich warte mal nicht. Nein, nicht? Nein, ich habe überlegt, ich warte nicht. Ich frage mich immer noch, wie man die Raketen einsetzen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Vielleicht sollte ich mal im Internet nachschauen. Oder ihr schreibt es mir vorher, man weiß es nicht. In die Kommentare. Genau. Ihr könnt natürlich trotzdem in die Kommentare schreiben, auch wenn ich bis dahin vielleicht schon weiß, wie es funktioniert. Die liebe Community weiß vielleicht mehr als wir. Oh nein, ich bin natürlich glorreich... Verunglückt. Nein, am Checkpoint vorbeigefahren. Das ist meine Chance. Ich sehe dich schon kommen. Mit deiner Flunder. Aber ich bin noch mal rechtzeitig, ich sehe dich auch schießen. Wow. Raketen, wie benutze ich euch? Unbewaffnet Pistole. Mhm. Oh, du hast sogar Verkehr eingeschaltet. Sehr gut. Ja, natürlich. Das soll ja nicht langweilig sein. Nee, ich repariere mal mein Auto, damit die Schüsse, die du mir eingeheimst hast, weg sind. Oh, ich bin übrigens gerade im Ziel. Nein. Ja, das ist, wenn man sein eigenes Auto benutzt, ist man natürlich auch bevormundet. So, da bin ich auch im Ziel. Und ja, der Podi liegt leider weit zurück. Ich sah dich gerade reinfahren. 3850. Yay. Sehr schön. 12 Japan-Punkte. Ja, allerdings. Ich habe, glaube ich, sogar 15 Japan-Punkte. Nicht schlecht. Podi ist auch im Ziel, allerdings als Dritter. Ja, aber nur 14 bzw. 13 Sekunden hinter dir. Aber das war trotzdem ein cooles Match, deswegen gibt es von mir einen Daumen hoch. Ja, natürlich. Auch für dich würde ich gerne einen Daumen hoch geben, Podi, aber das kann ich leider nicht. Ja, fuhr irgendwas bei einem 9F Cabrio und du mit einer Kokette. Oder Kokette. mit einer Krokette? Mit einer Krokette. Lecker Kartoffelzeug aus der...
Wie, Daumen runter. So, da kann das Rennen nichts für, lieber Purdy. Ja, genau. Finden wir den jetzt vielleicht aktualisieren? Ja, vielleicht finden wir jetzt irgendwie nochmal ein Deathmatch? Ja, hier drin leider nicht. Deswegen auch neu. Aha, der Corrupter Cop, das kennen wir ja schon. Last Team Standing gäb's hier. Ja, das haben wir alles schon gemacht. Ich mach mal wiederholen. Also ein bisschen aktualisieren. So, das letzte Mal. Vielleicht haben wir jetzt hier natürlich nur Rennen drin. Ja, toll. Jetzt kommen wir aber nicht mehr zurück, ne? Nee. Flieh, kleines Rad. Ein Radfahrer. Da gibt's wieder ein Fahrradrennen. Ja, komm, dann machen wir das doch. Das Fahrradrennen war lustig, das letzte, was wir gemacht haben. Flieh, kleines Fahrrad, flieh! Ja, der Podi hat scheinbar keine Lust mehr. Tschö, Podi. Tschö, Podi, war schön mit dir. Ich hab gehofft, du bist noch für ein kleines Abenteuer zu haben, aber scheinbar hat er keine Lust mehr. Die sind einfach zu gut für dich, es tut mir leid. Ja gut, das erste Match, das war ja unfair, da waren wir ja zu zweit. Der arme Kerl. Und auf dem Dach, und ich habe ihn einen Headschuss verpasst. War nicht nett. Ich gebe zu, es war nicht nett von mir. So, ich wechsle mal gerade wieder den Radiosender. La, 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 la. Ja, damit wir keine Probleme haben. Aber ich höre den Radiosender ja leider sowieso nicht. Achso, hören wir nur meinen Radiosender? Dann, wir hören nur meinen. Also ich habe gerade Channel X drauf. Ja. Ah, okay. Den so, höre ich eigentlich ziemlich gerne. Warte mal, ich versuche nochmal Leute einzuladen. Ja, natürlich super. Aber so wie es aussieht, sind in der gegenwärtigen Sitzung keine Spieler da, die eingeladen werden können. Das ist schade, aber dann starten wir damit. Wahrscheinlich sind wir gar keine Sitzung mehr, sondern nur noch in den Missionen irgendwo drin. Das kann natürlich sein. Die waren ja jetzt lange nicht mehr auf der normalen Karte. Ja. Ich glaube, das sollte. Wir können natürlich gleich auch mal wieder zur freien Fahrt zurückkehren. Ja, da sollten wir auch nochmal ein bisschen Spaß haben in der nächsten Folge vielleicht. Das sollten wir machen. Ja, vielleicht mal ein paar andere Spiele ärgern, auch wenn das zu nett ist. Ja, genau. Aber man kann ja nicht immer nett sein. So, DMX. Ach, hier haben wir noch verschiedene Geschwindigkeiten. Scorcher, Whippet Red. Okay, Endurex, die sind ungefähr gleich gut. Deswegen werde ich mir einfach einen von denen hier nehmen. Die haben verschiedene Farben. Ich nehme mal das Blaue. Eine miese Beschleunigung. Sind die besser in der Beschleunigung? Nö. Jo. Wie immer biete ich 200 drauf. Ach, es gibt wieder Waffen dabei. Vielleicht biete ich diesmal nichts. So, ich bin bereit. Ich auch. Podi hat das Spiel verlassen. Tschüss, Podi, mach's gut. Hä? Er hat schon wieder das Spiel verlassen? Stand da gerade, er hat das Spiel verlassen. Der Mann hat da eben das Spiel verlassen. Ich hab keine Ahnung, frag mich nicht. So, es geht los. Mit Fahrrädern. Ich hab so ein richtiges Sportrad geholt. Ja, ich hab so ein... Du hast ein BMX. Nee, kein BMX, sondern so ein Geländefahrrad. Wie heißen die? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ist ein BMX, nicht ein Geländefahrrad? Ich fahr mal ein bisschen schneller. Lalala. Du bist so weit abseits. Was ist schon wieder passiert? Bist du vom Fahrrad gefallen? Nein, ich bin noch auf dem Fahrrad drauf. Bist du vom Weg... Oh, da war eine MP und ich fahre natürlich glorreich vorbei. Man muss natürlich auch dazu sagen, ich reize meine Ausdauer glorreich aus und lass es einfach rot blinken. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gleich tot vom Fahrrad umfallen. Ich hoffe, dass ich es nicht so weit kommen lassen muss und dass ich dich trotzdem dann noch einholen kann. Ja. Mit meinem Rest Ausdauer. Und ich fahre glorreich an jeder Waffe vorbei. Auch das ist sehr schön. Ja, muss man zwischendurch ein bisschen rollen lassen, dann steigt die Ausdauer wieder ein bisschen an. Oder sie steigt auch von selber ein. Eigentlich kann man die ganze Zeit den X-Button malträtieren. Ich komme gar nicht von der Stelle. Oh, verdammt, ich bin vom Fahrrad runtergefahren. Was fährst du denn da zusammen, da oben? Ich sehe dich nur da stehen. Ja, ich bin hier gerade, ich hatte einen Unfall. Ach, du auch. Ja. Ich kann ja aus Spaß mal ein bisschen hier die armen Mitfahrer umbolzen. Ja, mach das mal. Solange es hier bergunter geht, da kann ich ja auch schön
Yay, ich habe sogar Punkte dafür bekommen, dass ich eine Waffe aufgesammelt habe. Sehr schön. Sehr gut. Mikro-MP. Habe ich hier schon ausgewählt? Oh, ich kann sogar meine abgesägte Schrullflinte auf dem Fahrrad benutzen. Das ist gut. Ja, finde ich auch. Ich habe aber keine Ausdauer mehr, das ist nicht so gut. Der fährt hier im Kreis? Oh, du bist übrigens dicht hinter mir, sehe ich gerade. Ja. Nichtsdestotrotz muss ich mal gerade meine Ausdauer ein bisschen erholen lassen. Du fährst im Auto? Wie unfair ist das denn bitte? Hallo? Hallo? Ey, das ist unfair. Das zeigt auch noch. Wie bescheuert ist das denn bitte? Hallo? Das ist doch ein GTA-Rennen. Du darfst das Fahrzeug verlassen. Wie unfair ist das denn? Ey, das spiele ich hier ehrlich und er fährt mich einfach um. Ah, schön. Und das ist schon ein bisschen unfair, oder? Minimal. Daumen hoch. Minimal. Oh, warte du. Das war ein absolut faires Rennen. Ich habe fair gewonnen. Mit dem Rad. Mit dem Rad ins Ziel. Gut, dass ich kein Geld gewettet habe. Jetzt hätte ich es geahnt. Ach, schön. Nö, ja. Daumen runter. Es gibt einen Fließkurs. Gehen wir wieder zurück zur freien Fahrt? Ja, der freie Modus. Alles klar. Endlich mal wieder. Nach langer Zeit. Ja, genau. Lange war es her, als zwei Verrückte in Los Santos rumfuhren und plötzlich nie wieder gesehen wurden. Leben wie Gott in Los Santos. Du möchtest die angenehmen Seiten des Lebens in Los Santos genießen, hast aber weder die nötigen Mittel noch die Zeit, sie dir durch harte, unehrliche Arbeit zu verdienen. Ja, da kannst du dem Store Geld kaufen, das mache ich aber nicht. Ah, ich habe gerade die gleiche Werbung hier, Leben wie Gott in Los Santos. Ja, danach kommt ein Mann fahndet nach dir. Ja, da quatscht mir jemand aufs Ohr und das tut mir gerade weh. Bitte sei ruhig, nicht aufs Ohr quatschen. Ich will natürlich trotzdem erstmal mein ganzes Bargeld auf die Bank anzahlen. Bevor ich den gerade mal stumm schalte. Deswegen, sorry. Bitte quatsch mir gerade nicht da rein, wenn ich denn mit. Aber du hörst mich ja sowieso nicht. Hauptmenü einzahlen. 24.000. Ja. Menü. So. Also, du. Ist der Japaner oder was? Oder spricht er Französisch? Ich mache ihn mal gerade stumm. Ich glaube, das ist Französisch, aber das quietscht. Oh Gott. Bin ich froh, dass wir nicht über den PlayStation-Chat quatschen. Stummschalten. Ich habe ganz schön viel Geld gesammelt jetzt in den letzten Missionen, die wir gemacht haben. Ja, ziemlich viel. Ich habe jetzt 30.000. Ich hatte irgendwas um die 19.000. Ein bisschen weniger als du. Ja. Also ich hätte jetzt 24.000 und vorher hatte ich noch 5.000. Ist das deine Bude, die da ist? Oder warum bist du jetzt da? Nein, ich bin hier komischerweise einfach nur rausgekommen und ich wollte jetzt mal gerade ein Telefonat führen, denn mir wurde gerade gesagt, mein Auto wurde zerstört. Dein Auto wurde zerstört? Warum das? Ich habe keine Ahnung. Du trägst übrigens doch deinen Helm. Ich weiß. Hallo. Ich glaube, den kann man so anziehen, kann das sein? Inventar. Helm. Nee, kann ich nicht. Ich ziehe mir keine Maske an. Nee, das wäre nicht gut. Weil ich weiß, dass meine Haare dann weg sind. Ich mache uns mal gerade eine Markierung auf die Karte. Können wir vielleicht mal gerade mein Auto abholen? Ja. Dann fahre ich mal dahin. Ich sehe das ja gerade auf der Karte. Du bist sicher, dass du mit mir im Auto fahren möchtest? Ich hoffe, ich werde es überleben. Die letzten Male habe ich es ja auch überstanden. Ja, so gerade. So gerade, mit Mühe und Not. Wobei man sagen muss, dein Auto war vorher schon ein bisschen mehr kaputt als meins. Das stimmt. Hui! Das war gekonnt. Das war so gewollt. Das war so geplant, ich weiß das doch. Mich ruft gerade Simeon an. Hey, you like the new car? Hey, I have an opportunity Simeon. You may be interested in. I have a list of vehicles that my contacts would like to get a hold of. Aha. You find the cars and bring them to me at the docks, and I will make it worth your while. I'll text you the details.
Ach, das war das. Das ist eine gute Idee, oder? Ja. Hast du es auch gehört, oder was? Ich habe das mitgehört, ja. Du kannst einen anderen Spieler, okay, per SMS bekomme ich die jetzt. Habe ich noch nicht bekommen. Ach, ich glaube, das war die Mission, die ich angenommen hatte das letzte Mal. Die kam auch per SMS. Ja, die können wir ja gleich gerne mal zusammen machen. Ja. Da kommt sie. Sieh auf deinem Handy nach. Sehr schön. Warte mal, ich versuche mal gerade meinen Helm auszuziehen. Ja. Hallo Soldat, hier ist eine Einkaufsliste und sorgt dafür, dass sie gut in Schuss sind. Scheister, Fusilade, Bravado, Gathley, Albany, Buccaneer, West, Tendibel und Western Bagger. Ach, die müssen wir so auf der Karte sammeln. Die müssen wir auf der Karte sammeln? Ja, die stehen wahrscheinlich hier irgendwo rum. Ist auch eine Markierung. Missionen vielleicht. Fahrzeug-Deathmatch. Es gibt ein Fahrzeug-Deathmatch. Die werden mir so nicht angezeigt. Aber ich würde sagen, wir machen einfach mal ein Fahrzeug-Deathmatch. Das hört sich doch richtig cool an. Das klingt lustig, ja. Vier Stück. Eins bei uns in der Nähe. Nein. Doch hier. Wegpunkt. Folgst du mir einfach? Ich folge dir. Aber ich sehe gerade die Zeit ist schon wieder vorbeigelaufen. Oh nein. Das heißt, das sehen wir in der nächsten Folge. Dann parken wir doch hier mal gerade. Ja. Jetzt ramm mich bitte nicht schon wieder. Nein, ich habe nur geparkt. Kunstvoll eingeparkt. Ja, dann pack mich auch mal so. So, zack. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play GTA Online mit einem Wagen-Deathmatch. Ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.